Die Agrargenossenschaft Altmärkische Höhe hat 79 Mitarbeiter. Wir bewirtschaften 3.300 Hektar. Und daneben haben wir natürlich auch die Tierproduktion. Darüber hinaus haben wir auch noch eine Direktvermarktung mit eigener Schlachterei und 3 Läden, wo wir unsere Fleisch- und Wurstwaren vermarkten. Ich bin seit 2016 im Betrieb, bin in allen Bereichen tätig und habe auch vorrangig mit der Digitalisierung zu tun. Die Firma Yara hat mich ja gefragt, ob ich bei dem Programm AdPalm mitentwickeln darf. Und das fand ich ja schon mal sehr gut, weil ich dann auch selber mal sagen konnte, was mir jetzt gefällt oder nicht gefällt und wie man diese ganze Bedienung auch einfacher machen kann, weil ja, ich will mit möglichst wenig Zeitaufwand meine Schläge bearbeiten. Wir sind natürlich immer bestrebt, die höchstmöglichen Erträge zu erzielen und auch Kosten einzusparen. Und dabei hilft uns die teilflächenspezifische Düngung, weil wir den Dünger auf der Fläche effizient einsetzen können. Also wir benutzen ja auf unserem Betrieb den N-Sensor. Dadurch erreichen wir halt homogene Bestände, eine gleichmäßige Abreife, bessere Qualitäten, haben dadurch auch eine höhere Druschleistung bei der Ernte. Also auf unserem Betrieb hat sich gezeigt, dass die teilflächenspezifische Düngung einer der größten Fortschritte im Ackerbau war. Also das Endprodukt finde ich sehr gut, bin davon begeistert, weil man sich in relativ kurzer Zeit einloggen kann und seine Schläge einlesen kann und dann auch direkt die Biomassekarten abbilden kann und sich automatisch auch Applikationskarten dann erstellen lassen kann. Ich erwarte von AdFarm gute Resultate, weil die Applikationskarten, die ich da erstelle, auf dem gleichen Algorithmus basieren wie die von dem N-Sensor. Also ich habe dann die Möglichkeit, wenn ich mir die Applikationskarten erstellt habe, entweder ziehe ich sie mir auf einen USB-Stick, gehe direkt zum Schlepper hin, stecke sie ins Terminal und lese sie ein. Oder ich habe die Möglichkeit, per E-Mail die Datei zum Schlepper zu senden und dann so zu übertragen. Es ist auf jeden Fall ein kurzer Weg vom PC aufs Feld. Also wir hatten im letzten Herbst das Problem, dass wir den Herbstscan beim Raps nicht durchführen konnten mit unserem N-Sensor, weil die Wetterbedingungen so schlecht waren. Und ich finde es halt gut, dass es jetzt auch eine Möglichkeit gibt, mit Satellitenkarten sich diese Karten auch abbilden zu lassen, ohne dass man auf den Schlag fährt. Ja, ich bin begeistert von AdPalm, weil die Bedienung sehr einfach ist und es sich reibungslos in den laufenden Betrieb einfügen lässt. Also ich würde auch den anderen Landwirten empfehlen, etwa mal auszuprobieren, weil es ist relativ einfach zu bedienen. Man meldet sich an im Internet, lädt seine Schläge aus der Antragsdatei hoch, erstellt sich die Applikationskarten auf Basis der Satellitenbilder und kann die Applikationskarten dann zum Schlepper bringen. Dann kann es schon losgehen.